Park Poppenburg. Der kriegt jetzt eine halbe Stunde Zeit und zwar toll, das Thema, kaputt gewachsen, ne? Vor lauter Begeisterung in die Hölle, was Unternehmen lernen können von Startups und warum es einen Unterschied, das finde ich, ich habe das ja gelesen, haben alle gelesen, das finde ich wirklich spannend, will ich eine Antwort darauf haben, der Unterschied zwischen Kultur und Struktur. Ja? Und das erwarte ich jetzt, dass darauf eine glasklare Antwort kommt. Sonst wäre der Text nämlich Blödsinn. So, gibt's einen super Applaus zum Anfang. Okay. Vielen Dank, Erwartungshaltung ist geweckt. Dann wird eins schon mal unmissverständlich klar, nämlich, dass wir es offensichtlich mit einer Generation zu tun haben. Ich darf mich da auch gerade noch so zuzählen, die ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten hat, die ganz viele Möglichkeiten hat. Und die Option, bei einem Arbeitgeber in ein festes Arbeitnehmerverhältnis einzusteigen, ist natürlich immer unattraktiver bei all diesen Möglichkeiten, die man so hat. Und natürlich beschäftigen sich deswegen viele Unternehmen inzwischen mit der Frage, wie können wir uns denn gegenüber den jungen Nachfolgetalenten attraktiv aufstellen? Und diese Frage möchte ich heute mal versuchen, aus einem etwas anderen Licht zu betrachten und die These aufstellen, dass die Grundüberzeugungen, die heute herrschen, um eine Antwort auf diese Frage zu finden, falsch sind. Aber ich fange wo ganz anders an, nämlich vor ziemlich genau 7 Jahren, als ich zum ersten Mal als Unternehmensberater auf die Welt losgelassen worden bin und noch viel, viel weniger Ahnung hatte als heute. Und ich erinnere mich noch ziemlich genau, dass ich mit meinem Projektleiter auf einem Projekt war und es ging um das Thema Lean Management. Für diejenigen, die das nicht kennen, ganz, ganz kurz zusammengefasst ist das in unserem westlichen Kulturkreis die Philosophie, die dafür sorgt, dass die Verschwendung in Unternehmen geringer wird, man Bestände abbaut und die Produktivität erhöht. Und wir hatten dieses Meeting, das sollte um 14 Uhr stattfinden, so wie jede Woche. Und dieses Meeting sollte stattfinden zwischen verschiedenen Bereichsleitern, die in diesem Unternehmen über die Wertschöpfungskette hinweg ihre Arbeit machen und wo mal wieder grundlegende Fragen diskutiert werden sollten. 14 Uhr sollte es losgehen. Ich war ziemlich nervös, ziemlich feuchte Hände gehabt, so ein bisschen wie jetzt auch. Und betrete diesen Raum pünktlich als Einziger mit meinem Projektleiter zusammen. Um 2 Minuten nach 2 ist dann auch der Lean Manager, also der Moderator, die Leute, die Lean ernst meinen, die gönnen sich auch einen Lean Manager, war dann auch da. Naja, und dann haben wir halt gewartet und so um 5 nach kamen die ersten rein. Die meisten beendeten gerade noch ihr Telefonat. Und während die letzten reinkamen, waren die ersten schon wieder dabei, die ersten E-Mails zu tippen mit ihrem Laptop. Ich glaube, die einen oder anderen von Ihnen kennen das. Das Meeting ging los, dann irgendwann um 15 nach 2, ziemlich frustrierte Gesichter im Raum, vor allen Dingen von dem Lean-Manager. Und er hat dann irgendwie versucht, diese Diskussion anzuregen. Es war unglaublich schwierig, unglaublich zäh. So richtig die Motivation war nicht zu spüren. Und spätestens nach 10 Minuten haben die ersten schon wieder unter dem Tisch mit dem, damals waren es noch überwiegend PDAs, rumgespielt. Und die Handys gezückt und dann lief auch schon der Erste wieder raus und hat telefoniert draußen. Und wenn Aufgaben anstanden, dann haben sich alle nur in diese Position begeben oder sind wir im Stuhl so langsam nach runter gerutscht. Und irgendwann kam dann die glorreiche Idee, auf den Tisch zu zeigen und da stand, das kennen auch einige, die Tasse mit den Besprechungsregeln. In vielen Unternehmen ist das eine Karte, so eine Tischkarte und da stehen so die üblichen Sachen drauf wie, lass den anderen ausreden, hör zu, lauf nicht raus und führ Telefonate, schreibt keine E-Mails, all solche Sachen. Und tatsächlich, der kurze Blick und Fingerzeig auf die Tasse hat dazu geführt, dass zwischenzeitlich ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Aber an dem eigentlichen Problem hat sich überhaupt nichts geändert. Das Interesse an dem Meeting war immer noch genauso gering wie vorher. Ich war dann ein paar Wochen später wieder da und inzwischen hatte sich das Unternehmen die Sache ein bisschen ernster vorgenommen und noch eine weitere Regel eingeführt, die dazu beitragen sollte, dass die Besprechungen jetzt noch effizienter laufen. Es gab ein Sparschwein. Ne? Also wenn man 5 Minuten zu spät kam, gab es 1 Euro ins Sparschwein und für jede weitere 5 Minuten wieder 1 Euro mehr. Und was ist passiert? Natürlich sind die Leute pünktlich gekommen. Viel pünktlicher als vorher. Aber war das Meeting deswegen besser? Kam mir nicht so vor. Und noch mal ein paar Wochen später war ich wieder bei diesem Unternehmen. Und dann hatten die so Schalen, in denen die PDAs und Handys eingesammelt worden sind.
Und die wurden dann an die Seite gelegt, auf die Fensterbank, damit das Meeting jetzt aber auch wirklich diszipliniert bis zu Ende geführt werden kann. War das Meeting besser? Sie können sich die Antwort schon denken. Die Ausreden wurden übrigens auch immer besser. Also die Ausreden, warum Leute nicht zu dem Meeting gekommen sind, waren phänomenal. Die waren ungefähr so gut wie der Trick, den ich damals als Kind hatte, wenn ich nicht zur Schule gehen wollte. Fieberthermometer genommen, an die Lampe. Da musste ich nicht zur Schule gehen. Und ungefähr so clever waren auch die Ausreden, die die Leute gefunden haben, um nicht zu diesen Meetings zu kommen. Das, was ich hier erzähle, ist ja keine Comedy. Das, was ich hier erzähle, ist bitterer Altersernst. Und mal ganz ehrlich in die Runde gefragt, wer von Ihnen hat sowas noch nicht erlebt? Das wären dann, wenn die vielleicht die Selbstständigen, genau, Ben. Also wir kennen das. Womit wir es hier zu tun haben, ist ein Symptom. Ein Symptom. Fieber ist auch ein Symptom. Ich kann das mit Paracetamol bekämpfen, damit ist mein Grundproblem noch nicht gelöst. Und von diesen Symptomen gibt es viele. Also denken Sie zum Beispiel an die jährlichen Budgetrunden, die durchgeführt werden. Zum Jahresende versammelt man sich, man betreibt vorher extrem viel Politik und am Ende des Tages versucht man noch bis zum Dezember, also bis Weihnachten, alles auszugeben, was in dem Topf drin ist, damit man im nächsten Jahr auch ja wieder den gleichen Topf zur Verfügung gestellt bekommt. Oder denken Sie an die Mitarbeitergespräche. Da führen Chefs Gespräche mit Mitarbeitern, die sie gar nicht kennen, über die Soft Skills und ihre Arbeitsqualität und messen das an quantitativen Beurteilungsbögen. Irgendwie komisch. Oder denken Sie an die ganzen Zielvereinbarungsgespräche, die es heute gibt. Da werden Ziele vereinbart, da ist die Tinte noch nicht mal trocken und da ist das Ziel schon wieder veraltet. Und der Mitarbeiter stellt irgendwelche Ziele zur Verfügung, von denen er weiß, naja, die erreiche ich schon, damit er seine eigentliche Arbeit machen kann. Hauptsache, man behält dieses Theater aufrecht. Oder denken Sie an die ganzen Personalentwicklungsprogramme, die heute gefahren werden. Da werden mit der Gießkanne Tausende von Euros auf die Belegschaft geschüttet. Und ob das jetzt gerade jemanden interessiert, dass er jetzt ein Konfliktmanagement-Seminar bekommt oder nicht, das fragt keiner nach. Mein Gründungspartner Lars und ich, wir nennen diese Praktiken, die wir da so erleben, diese Symptome, immer ganz liebevoll Bullshit-Praktiken. Denn letztendlich ist das, was da im Unternehmen betrieben wird, Theater. Unternehmen haben eine ganz, ganz interessante Eigenschaft, wenn man sich tiefer mit denen beschäftigt. Der eine oder andere ist vielleicht schon mal über die Systemtheorie gestolpert. Da wird man verstehen, dass Unternehmen eigene, ganz, ganz interessante Phänomene hervorbringen. Das hat mit den Leuten, die da arbeiten, gar nichts zu tun. Das macht das Unternehmen quasi wie von alleine. Und das muss man verstehen, um dahinter zu kommen, woher das überhaupt kommt. Und das Lustige, das Absurde ist ja, dass dieses Theater von jedem gespielt wird, aber keiner es haben will. Also ich könnte wahrscheinlich hier jeden im Raum fragen und ich kann viele, viele Manager fragen, viele, viele Gespräche geführt und alle sind sich irgendwie einig, wir wollen diesen Blödsinn nicht und trotzdem ändert sich nichts. Heute, wer Zeit online geguckt hat, heute Morgen, war der Artikel über die jüngste Studie von Kollege Kruse und Thomas Sattelberger erwähnt, bei der sie 400 Führungskräfte befragt haben und herausgefunden haben, dass mehr als die Hälfte der Führungskräfte sagen, wir wollen gar nicht mehr so führen, wie wir heute führen. Aber irgendwie fühlen wir uns wie Sklaven im eigenen System. System ist ein interessantes Stichwort, darauf kommen wir noch zu sprechen. Und langsam haben die Unternehmen verstanden, also viele Mitarbeiter in diesem Unternehmen, viele Führungskräfte, dass es offensichtlich nicht so gut ist, wenn man die ganze Zeit mit solchen Bullshit-Praktiken um sich wirft. Also müssen wir irgendwie an der Attraktivität des Unternehmens arbeiten. Also sind wir gut daran beraten, uns erstmal die Frage zu stellen, wer ist eigentlich der Hauptverdächtige in diesem ganzen Gerüst? Und einer ist ausgemacht worden in den letzten Jahren, einer der Hauptverdächtigen, das ist die Unternehmenskultur. Die Unternehmenskultur liegt im Argen, daran müssen wir arbeiten. Deswegen gibt es in den letzten Jahren ja auch unfassbar viele Kulturentwicklungsprogramme. Und der letzte Schrei, vielleicht kennt es schon irgendwer, wer kennt schon Feel-Good-Management? Ja, oh, das kennt schon einige, das ist super. Feel-Good-Management ist der letzte Schrei. Da geht es darum, dass ein Feel-Good-Manager, der sieht ungefähr so aus, im Unternehmen angestellt wird und der soll dafür sorgen, dass es den Leuten besser geht. So, was der typischerweise macht, ist, der sorgt dafür, dass mehr Obst ausgelegt wird, dass ein Kicker da steht, dass Events organisiert werden. Ich bin jetzt ein bisschen ketzerisch. Aber um die eigentliche Arbeit, darum, wo es eigentlich geht, da geht er nicht ran. Natürlich versucht er es. Natürlich ist er in
verhandelt er in bester Absicht. Aber er kommt nicht dran, zumindest nicht an die wirklich, wirklich tiefen Themen. Was wir hier beobachten können, ist wieder das gleiche Phänomen, nämlich dass Symptom mit Ursache verwechselt wird. Also nicht der Feel-Good-Manager sorgt dafür, dass eine gute Kultur zustande kommt, sondern es gab mal ein Unternehmen, das war erfolgreich, es hatte eine super Kultur und es hat aus so einem emergenten Prozess heraus einen Feel-Good-Manager hervorgebracht. Andersrum funktioniert das nicht. Aber jetzt kommt die Lieblingswaffe der ganzen Unternehmensberater. Man schnappt sich ein einzelnes Element aus so einem Gesamtkunstwerk, den Pinsel, vervielfältigt den, gibt den ganz, ganz vielen Laien in die Hand und denkt, dann kommt ein Picasso raus. Das funktioniert nicht. Die Logik ist falsch rum. Die Kausalität ist falsch rum. Eine andere Orientierungsgröße für Unternehmen, wenn sie über Kultur nachdenken, sind Startups. Startups, das sind diese tollen, golden glänzenden Unternehmen, die in der Berliner Startup-Szene unterwegs sind, wo alles noch so richtig familiär zugeht. Alle sind froh und munter und es ist agil und dynamisch und alles ist toll. So wollen wir auch sein. So wie dieses Startup. Das können wir. Und genau hier möchte ich einen Cut machen. Also hier möchte ich mit Ihnen gemeinsam mal einen Schritt zurücktreten und die Frage aufwerfen, gibt es da nicht einen grundsätzlichen Denkfehler? Kann man Kultur so kopieren? Geht das überhaupt? Und was wir lernen müssen, ist, dass Kultur nichts ist, was man kopieren kann. Kultur ist das Gedächtnis einer Organisation. Kultur ist der Schatten einer Organisation. Das ist das, was folgt, wenn alles andere gelungen oder gescheitert ist. Das ist Kultur. Also müssen wir uns die Frage stellen, was geht denn wirklich schief in Unternehmen, wenn die wachsen? Mein Titel dieses Vortrags heißt ja kaputt gewachsen. Also was geht denn wirklich schief, wenn Unternehmen wachsen? Was passiert denn da eigentlich? Warum ist denn bei Startups vielleicht irgendwie doch was besser? Aber was? Was können wir uns denn abgucken? So sieht eine Organisation aus. Richtig? So kennen wir die. Warum eigentlich? Warum sieht eigentlich so eine Organisation aus? Was ist denn der Grund dafür? Es gibt einen guten Grund, es gibt einen sehr guten Grund. Wenn wir 100 Jahre ungefähr zurückgehen in die Vergangenheit, zur Blütezeit der Industrialisierung, da war das, was von einem Menschen gefordert worden ist in einem Unternehmen, zumindest von der Mehrheit aller, die in dem Unternehmen gearbeitet haben, war es eine körperliche Fähigkeit. Ja, da gab es Fließbänder, da wurden Autos produziert oder andere Produkte. Und das, was von Interesse war, war seine körperliche Fähigkeit. Nicht seine geistige, nicht seine charakterlichen Eigenschaften, nicht seine Initiative. Das war nicht gefragt. Stellen Sie sich mal vor, in so einem Produktionsprozess hätte sich damals irgendwer mit seiner Kreativität eingemischt. Oder womöglich noch alle. Dann hätte es nur Chaos gegeben. Und in dieser Zeit ist etwas entstanden, was sehr, sehr viel Sinn gemacht hat. Nämlich die Trennung von Denken und Handeln in hierarchischer Weise. Also das, was damals entstanden ist. Natürlich gab es Hierarchien auch schon vorher. Aber in diesem Ausmaß, in dieser Größe von Organisationen, haben wir zum ersten Mal erlebt, dass Unternehmen sich in Hierarchien einteilen, wo ganz, ganz, ganz viele handeln und ganz wenige denken. Und das war extrem vernünftig, wirtschaftlich. Und eine zweite Eigenschaft haben Unternehmen damals hervorgebracht, eine zweite clevere Idee, die entstanden ist. Wenn man in so einem Unternehmen, wo produziert wird, auf die Suche geht nach Tätigkeiten, die sich ähneln, dann findet man extrem viele. Und der clevere Schachzug damals war, all diese Tätigkeiten aufzuspüren und die zusammen zu poolen in einer Abteilung. Das war die Geburtsstunde der Abteilungen. Ja, also das gab es vorher so nicht. Und ich wiederhole nochmal, ich betone nochmal, das war extrem sinnvoll. Dadurch konnte Arbeit extrem effizient und effizient war damals gleichbedeutend mit wirtschaftlich erledigt werden. Und jetzt will ich mir mal mit Ihnen gemeinsam diese Organisation von oben angucken. Also wir schauen jetzt quasi so drauf. Wenn ich so drauf schaue, dann muss ich die Abteilung quasi so einzeichnen. Und jetzt springen wir wieder zeitlich ein bisschen nach vorne in die jetzige Epoche und wir stellen uns mal gemeinsam vor, wir sind Mitarbeiter bei einem Aufzughersteller. Und bei einem Serviceeinsatz beim Kunden erfahren wir, dass einer der Wettbewerber
ein ganz neues, cleveres, eine ganz neue, clevere Innovation hervorgebracht hat. Nämlich werden die Aufzüge jetzt neuerdings mit Tablets ausgestattet, damit die Fahrgäste in den Aufzügen das Wetter nachschauen können oder die Kinder ein bisschen spielen können. Das finden die Malls und die Hotelbetreiber und die Apartmenthäuser extrem charmant und deswegen hat dieser Wettbewerber plötzlich die Nase vorne. Jetzt renne ich zurück ins Unternehmen und das ist schon ein relativ mächtiges Beispiel, was ich hier demonstriere. Jetzt renne ich als Mitarbeiter zurück ins Unternehmen, reihe mich wieder ein in mein Glied. Also hier ist ja sozusagen unten in der Organisation, ne? So wie hier auch, hier ist unten. Und ich kann ja selber nichts entscheiden. Ich darf ja nur handeln. Also gebe ich diesen Impuls weiter nach oben zu meinem Chef und der geht ihnen zu seinem Chef. Und dann stellt man fest, dass solche Probleme oft gar nicht alleine gelöst werden können, sondern nur im Verbund. Also muss man mit der anderen Abteilung sprechen und nochmal mit der anderen Abteilung. Und irgendwann wird aus diesem Außenreiz, so nennen wir das, was hier auf die Organisation einwirkt, ein neuer Innenreiz, eine neue Regel, ein neuer Prozess, eine neue Methode. Die wird dann wieder zurückgespielt und jetzt habe ich als Mitarbeiter wieder eine Information darüber, wie ich meine Arbeit zu tun habe. Und das ist ein sehr, sehr gutes und sinnvolles Vorgehen, das aus der Industrialisierungszeit stammt. Das funktioniert aber nur, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, das funktioniert nur, wenn diese Reize hier, diese Außenreize, extrem selten auftreten. Denn das kostet Zeit. Wir nennen sowas Botengänge. Also hier muss eine Information von A nach B, nach C, nach D transportiert werden, wieder zurück. Da gibt es ein paar Schleifen und irgendwann steht wieder eine neue Regel zur Verfügung, an die sich der Mitarbeiter halten kann. Das dauert Zeit. Wenn jetzt solche Außenreize andauernd auftreten, habe ich ein Problem. Und genau das ist seit 20 bis 30 Jahren der Fall, je nach Branche. Diese Außenreize, die sind andauernd da. Andauernd verändert sich die Welt. Andauernd kommen Wettbewerber mit irgendwelchen neuen Innovationen in unseren Markt und belästigen uns und zwingen uns dazu, neue Ideen selber zu produzieren, dass wir dagegen angehen können. Und das ist das, was uns Probleme bereitet. Und jetzt haben die Mitarbeiter auch ein Problem, denn sie haben die Regel, den Innenreiz, der zur Verfügung gestellt worden ist, so musst du deinen Prozess machen, und sie haben den Außenreiz. Sie lernen, irgendwas da draußen ist jetzt gerade anders als das, was zu meiner Regel passt. Das Problem passt nicht zur Regel. Hat irgendwer von Ihnen schon mal ein ISO-Audit mitgemacht? Schon mal erlebt, ja? Das ist super, ne? Dann kommen die Auditoren und sagen, wie läuft das hier eigentlich? Ja, das sind unsere Prozesse. Und ja, ich will mir das genauer angucken. Jetzt zeigen Sie mir mal ein paar Formulare. Und dann erklärt man dem, so gut es irgendwie geht, dass das, was da gerade passiert, wirklich dem entspricht, was auf dem Prozess steht. Und jeder weiß, es gibt 100 Nuancen, wie es eigentlich läuft. Jeder weiß es. Das liegt daran, dass dieser Prozess gar nicht mehr hinterherkommt. Da kann ja nichts dafür, der Prozess. Wenn die Welt sich andauernd ändert, wie soll so ein Prozess andauernd neue Regeln zur Verfügung stellen, an die ich mich halten kann? Und jetzt kommt wahrscheinlich die aller entscheidendste Frage. Und ich würde Sie einladen wollen, sich auch die Frage zu stellen, ob das nicht vielleicht sogar die Grundfrage dessen ist, mit der wir uns beschäftigen sollten, wenn Ben fordert, wie sich die Arbeitswelt vielleicht verändern kann. Oder Steffi. Die Grundfrage ist, wie reagieren Unternehmen jetzt darauf? Mit welchem Denken? Mit welchem Denken reagieren Unternehmen auf dieses Phänomen? Oft ist es so, dass die gängige Reaktion ist, mehr vom Selben. Also, wenn ich das jetzt nicht mehr in den Griff kriege, was hier passiert, dann brauche ich neue Steuerungsimpulse. Dann brauche ich noch mehr Regeln. Kann doch nicht sein, dass wir diese Ausnahmen nicht in den Griff kriegen. Anderes Beispiel, gleiches Unternehmen, Aufzughersteller, nehmen wir jetzt wieder. Da gibt es irgendwie ein Bestellsystem und bisher kam die Bestellung immer wild rein und irgendwann sagt der Vorstandsvorsitzende mit grauen Haaren, das kann so nicht weitergehen, Leute. Wir brauchen da eine ganz, ganz klare Regelung. Ab sofort kommen alle Bestellungen nur noch über dieses neue Online-Formular rein, was die IT in den letzten 14,5 Monaten programmiert hat. Okay? Das Blöde ist, nach 2 Monaten passt das Online-Formular nicht mehr zu den Bestellungen. Da sind wieder neue Spezifikationen entstanden, wieder neue Anforderungen und in verschiedenen Märkten, manchmal klappt das, aber in den meisten Märkten kommen die Bestellungen doch wieder über E-Mail, über persönliche Gespräche, über Telefonate oder sonst wie rein.
Und die entscheidende Frage ist wieder, wie reagiert das Unternehmen darauf? Denn das, was das provoziert, dieser Versuch an der Steuerung festzuhalten, der provoziert, dass man sich wieder mit diesen Botengängen über die Abteilungsgrenzen hinweg abstimmen muss und irgendwie zu einer Lösung kommen muss, anstatt die Entscheidungsfreiheit sozusagen einfach außen zu lassen, da wo die Komplexität, also die Vielfalt am höchsten ist. Und jetzt passiert was richtig Spannendes. Jetzt wollen wir ja, dass die Mitarbeiter so handeln, wie es fürs Unternehmen richtig ist. Ein Einkaufsleiter wird eingestellt, um Einkaufskosten zu sparen. 5% im Jahr 2014. Das ist sein Ziel. Und in manchen Unternehmen, nicht wenige, versucht man das Ziel noch ein bisschen mit Futter zu untermauern, indem man noch eine kleine Karotte vorne vorhält. Also du kriegst einen Boni, einen Bonus, wenn du das schaffst. Und in der Vertriebsabteilung wird genau das Gleiche gemacht. Ich meine, da kennen wir das Spiel schon ziemlich lange. Der Vertrieb ist dazu da, Umsatz zu machen. Also kriegt er also eine Umsatzprovision. Auftragseingang. Der Produktionsleiter mit seinem Team, das betrifft ja oft nicht nur den Leiter, sondern auch viele Mitarbeiter, die in dieser Abteilung arbeiten, der wird daran gemessen, wie produktiv oder wie ausgelastet sein Bereich ist. Und nicht mal, wenn es braucht nicht mal die Bonussysteme. Es reicht schon die implizite Erwartungshaltung an diese Abteilung, um Widersprüche zu fördern. Das heißt, das, was wir an den Schnittstellen der Abteilung immer beklagen, das, was der Lean-Manager nicht aushält, wenn er einlädt zur Besprechung, in denen sich die verschiedenen Bereiche abstimmen sollen, ist eine systemimmanente Reaktion. Das ist ein Symptom des Systems. Das muss so passieren. Aufgrund der höheren Dynamik der Märkte und aufgrund der Organisationsstruktur, mit der wir es zu tun haben. Das geht noch weiter. Jetzt halten sich die Mitarbeiter nicht an die Regeln, beziehungsweise, so wie bei dem Audit, versuchen unterm Radar zu arbeiten, damit es hier oben keinem auffällt, weil dann wird ja eh wieder in die Regel nachgeschoben. Aber irgendwann fällt es doch auf. Und was macht man? Compliance Manager einstellen. Und sanktionieren. IT-Abteilungen werden immer größer und immer größer und immer größer. Berichtswesen, Ampellogiken, Sie kennen das alles. Alles, was man jeden Tag ausfüllen muss, aber nichts, was mit der eigentlichen Arbeit zu tun hat. Und nochmal, das will keiner, das ist ein systemimmanentes Problem. Das heißt, womit wir uns auseinandersetzen müssen, ist mit der Frage, wie ist unsere Grundüberzeugung über Unternehmen? Was glauben wir eigentlich, wie Unternehmen funktionieren? Und die Grundüberzeugung, das ist meine These, ist nur ein Angebot, können Sie ablehnen. Meine Grundüberzeugung ist, wir glauben heute, dass Unternehmen nach wie vor Maschinen wären. Mit kleinen Zahnrädern, die ineinander greifen, ganz kausal, linear, so wie wir es gerne hätten, so wie es im Lehrbuch steht, so wie wir es in der Schule lernen. 1+1=2. Weil das ist angenehm, das ist verdaulich. Es gibt keine Ausreißer. Sie kennen die Gauss-Kurve. Den Rand ignoriert man immer. Wir gehen vom Lehrbuchfall aus. So behandeln wir Unternehmen. Als gäbe es keine Überraschungen. Als wäre es eine Maschine. Aber das ist es nun mal nicht. Es ist keine Maschine. Also zurück zu unserer Ausgangsfrage. Hilfe. Was machen Startups jetzt eigentlich anders? Nix. Die sind halt kleiner. Einer meiner geschätztesten Kollegen und übrigens auch ein Inspirator für viele der Inhalte, die ich jetzt gerade vortrage, Gerhard Wohland, der nennt das immer naive Höchstleistungsorganisationen. Naive Höchstleistungsorganisationen. Die sind deswegen so höchstleistungsmäßig unterwegs und haben deswegen so viel Erfolg und haben deswegen auch eine ganz tolle Kultur, diese Startups, weil die so klein sind, dass jeder Außenreiz, der von außen aufs Unternehmen wirkt, direkt umgesetzt wird in eine Handlung. Das heißt, der Übersetzungsprozess findet gar nicht mehr statt. Dieser Impuls muss nicht bis ins Zentrum übersetzt werden und in Form von, was wir Innenreize nennen, also neuen Regeln, neuen Prozessen, neuen Methoden zur Verfügung gestellt werden, sondern er wirkt direkt auf den Mitarbeiter. Wenn da ein Problem ist in so einem Startup, dann rotten sich die Leute zusammen. Und dann wird eine Lösung gefunden. Und jetzt stellen Sie sich natürlich vollkommen zu Recht die Frage, was erzählt der Typ da vorne eigentlich? Die Wachstumsunternehmen werden ja nun mal größer. Sollen wir jetzt alle Unternehmen als Startup behalten? Oder wie? Wie sollen wir es tun? Jetzt tue ich wahrscheinlich eine der gemeinsten Sachen, die man
wenn man hier steht, tun kann. Ich werde jetzt einen Film produzieren, der kein Happy End hat. Ich werde jetzt keine Lösung liefern. Ich sage Ihnen gerne, dass ich viele Unternehmen kenne, viele Unternehmen studiert habe und auch in dem einen oder anderen gearbeitet habe, in dem die Dinge ganz, ganz anders zugehen, in denen es diese Abteilungen gar nicht mehr gibt, in denen es Hierarchien gar nicht mehr gibt, in denen Mitarbeiter selber entscheiden, wie lange, wie oft und wann sie in Urlaub gehen. Es gibt sogar Unternehmen, wo die Mitarbeiter entscheiden, wie viel Gehalt sie sich selber auszahlen. Das kann doch nicht sein. Wie soll das gehen? Es geht. Und da bricht kein Chaos aus. Diese Unternehmen sind hoch erfolgreich und es sind immer noch absolute Ausnahmen, absolute Perlen. Aber was ich vermeiden möchte, ums Verrecken vermeiden möchte, weil das ist das Problem einer Diskussion, die im Moment geführt wird. Ich möchte vermeiden, dass ich zu den nächsten Beratern gehöre, die den Pinsel nehmen und sagen, nimm den Pinsel und du wirst zum Picasso. Es gibt nicht die eine Lösung für dieses Problem. Es gibt nicht das eine neue Organisationsmodell. Es gibt Alternativen und was wir wissen heute, wenn man sich intensiv mit dieser Materie beschäftigt, ist, dass wir von dem weg müssen, wie Organisationen über viele, viele Jahre geführt worden sind. Nicht, weil es damals schlecht war, damals war das super. Aber heute ist es nicht mehr dazu geeignet, mit der Dynamik umzugehen, die wir vor uns haben. Jetzt könnte man mir vorwerfen, ich weiche aus. Ich biete immer auch noch eine Antwort schuldig. Und um ein bisschen Werbung für meine Session nachher zu machen, ich schließe da auch gerne nochmal an. Wir können da gerne noch tiefer gehen. Und es gibt tolle, tolle Beispiele, aber so frech das jetzt vielleicht klingen mag, die Hausaufgabe für jeden Einzelnen ist, sich selber die Frage zu stellen, wenn das nicht mehr funktioniert, wenn wir Unternehmen nicht mehr so betreiben können, als wären sie Maschinen, so wie der Taylorismus, so nennt man diese Epoche ja oft, sie vorgesehen hat. Wie kann dann eine Alternative aussehen? Und eins, da bin ich mir ziemlich sicher, wenn wir diese Alternative finden, so wie manche Unternehmen sie schon gefunden haben, dann werden sich ganz, ganz, ganz viele Fragen wie von selbst auflösen und dann wird die Generation Y auch plötzlich wieder Arbeitgeber vor sich sehen, bei denen sie gerne arbeitet. Dankeschön.